Ich höre doch was. Als ob der die ganze Zeit was... Anime, herzlich willkommen bei Tall Poppy. Es soll so ein Comedy-Horror-Game sein mit einem Groundskeeper, also Hausmeister, der in seinem Leben gerne Streiche gespielt hat. Und in seinem Tod spielt er Streiche. Okay, schauen wir uns das an. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr es nicht gemacht habt, klickt auf Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. Mhm. Hä? Was? Hey, ja? Honey, I forgot my purse in the graveyard today. Do you mind if you stop by after work and pick it up for me? Okay, thanks. Okay, bye. Also, sie hat ihre Tasche vergessen. Und wir müssen sie holen. Wow, was für eine Story. Schatz, ich habe die Tasche verloren. Wo? Friedhof. Wow, okay. Brauche ich einen Schlüssel. Müssen wir erstmal in die Küche rein und irgendwo schauen, wo die blöde Tasche ist. Die blöde. Ah, jetzt. Tasche? Hallo? Okay, hier ist mal keine. Müssen aufpassen, der Ausweis ist ein Prankster. An Schwester Alice Clark. Ich denke, dass der Junge, den sie Papi nennen, irgendwie nicht richtig läuft. Er spielt immer solche blöden Streiche an den anderen Totengräbern. Und er hat auch Streiche auch an trauernden Leuten gespielt. Während sie praktisch Frieden mit ihren Liebsten schließen wollten. Das ist echt verstörend. Ich weiß nicht, ob das sein Weg ist, indem er da Sympathie zeigt, oder ob es einfach nur blöd ist. Und Carla sagt, der hört vielleicht auf, wenn es so weitergeht. Wir können das nicht zulassen, der ist unser Haupttotengräber. Frank haut anscheinend schon mal ab und Jack hat angerufen, dass er krank ist. Also zum Arbeiten. Und irgendwie hat er seinen Weg in die Krypta runtergefunden. Und das darf er nicht. Da darf er nicht rein. Auch niemand anders von der Kirche darf in die Krypta. Du weißt, was da unten ist. Ich muss es dir nicht nochmal sagen. Es ist für jeden verboten, der nicht das Ritual gemacht hat. Und da ist so eine Präsenz da unten anscheinend. Und es ist schon 9 Jahre her, seit wir überhaupt Ärger hatten mit dem Poltergeist. Und wir wollen, dass es so bleibt. Poppy muss bis zu Ende der Woche weg sein. Kann ich verstehen. Stell sicher, dass Karl da ist, wenn du ihn feuerst. Alles klar. Was war das jetzt gerade? Und warum bin ich nur ein Pair of Arms? Hey, ich bin gar nichts. Ich bin doch selber nur ein Geist. Werde sehr vorsichtig durch diese Kirche marschieren. Kommt bestimmt, das ist just a prank, Bro. Wetten. Wetten, das kommt, wenn der auftaucht. Was kann hier schon passieren, weißt? Alles kann hier passieren. Auf das PC, das ist schön. An die Nonne mit den haarigen Beinen. Hey Nonne! Oh Gott, das ist auch so ein Scherz. Nunningen up. Also, dass er einen schönen Tag hatte. Und guten Tag. Was machen Nonnen eigentlich überhaupt? Tabernacle habe ich jetzt keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Also, die hängen anscheinend nur rum und tratschen halt da ein bisschen rum. Mögt ihr euch eigentlich überhaupt? Und ich habe scharfen Stuff gehört von Ruth Mund am anderen Tag. Lasst mich euch sagen. Und sie braucht anscheinend dringend am Ende der Woche die Beichte. Oha. Und wie viele Vaterunser braucht's eigentlich, damit deine haarigen Beine da... Also, dass das Haarig einfach weg ist. Anscheinend mindestens 25 Vaterunser die Stunde. Hättet ihr in Gebeten bezahlt? Und wenn ich da arbeiten würde, denke ich, würde mindestens... Also, Minimum 12 Vaterunser eine Stunde machen. Wo kann ich mich anmelden? Hey, nebenbei. Also, essen ja anscheinend solche... Ja, Chris Crackers werden wahrscheinlich doch die Hostchen dann sein, oder? Diese da als Snack am Abendessen. Ich denke, der Priester, dem wird das nicht gefallen. Kann ich welche haben? Deiner für immer und immer und immer und immer. Tall Poppy. Natürlich mit dem Harry Leg Bild. Das ist schön. Für Tall Poppy. Oh. Aber warte mal, was? Church Front Door Key. Nice. Wir haben einen Key. Wir haben einen Key. Das war der Prankster. Aber Frontkey, das heißt, wir können runter. Nup. Heil! Riesenkirche. Brauche ja, glaube ich, kein Licht mehr. Hier ist eh hell. Ich höre doch was. Als ob der die ganze Zeit was... Oh, du Mother! Ja, das ist der blöde Geist. Was? Während du hier auf dem Podium, beim Podium stehst, sieh dich um. Speziell hinter dich. Wenn du das liest, ich werde dich ermorden. Bis zum Ende der Nacht bist du tot.
Also haben wir jetzt ein paar Optionen für den Tod. Bitte such dir einen aus. Hanging? Okay, naja. Was, ein paar Nonnen essen, die am Kochen sind. Tickled to death? Also zu Tode gekitzelt? Und das will er natürlich. Stabbed? Die Brust stechen? Morginet. Ertrinken? Morginet. Herzhacke? Morginet. Säure? Morginet. Hämorrhoiden? Morginet. Neck snap, also das praktisch. Genickbrechen? Morginet. Listening to country music? Das ist ja das harmloseste überhaupt. Ja, das ist kein, sucht er dein eigenes Abenteuer aus? Nein, er sucht sich immer noch das aus. Überraschungen sind immer lustig. Dein Mörder, Tall Poppy. Toll. Behind you. Was? Ah, you fell for the look behind me trick. Sucker. Also, es ist nicht gruselig, es ist eher so ein Comedy-Horror-Game, ja. Comedy-Horror-Game. Ja, mehr Comedy als Horror. Bock, das ist nett. Haben wir hier? Nichts. Hab ich das gerade? Ich das gerade umgeschmissen? Was? Hä? War da jemand? Ich hab gar nichts mitgekriegt, dass da jemand war. Hi. Es wird nicht besser mit diesen billigen Jumpscares. Da jagst mal nix ein. Keine Angst, kein gar nichts. Hi. Ach komm, da ist bestimmt da drin. This food ain't yours. Woher wusste ich nur, dass der im Kühlschrank war? Wo? Was war das? Da war doch niemand! Ja, ich kann die... Boah, ich kann voll... Alles umschmeißen. Ja, das rechts ist Papi, links, das sind wir. Das ist schön. Ja, ich weiß, du kannst Dinge... Ja, das ist der Poltergeist. Ja, du kannst Dinge an die Wand... schweben lassen. Das ist schön für dich. Church Office Key? So, aber ich hab Church Office Key. Denk mal, Office ist hier. I think... Ja. I knew it! I knew it! Dass da was kommt. Oha! Ach, das ist die Krypta! Ja, ja! Was? Uah! Ah! Jeez, cardio's the worst! Hey, Tall Poppy! Ah! Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also, runterrennen, runter, runter, runter und rennen, rennen, rennen. I'm gonna catch you. Ja, ja. Nicht, wenn ich schnell genug bin. Weg mit dir. Ha. So. Wir haben ihn out. Run. Und nur? I found you. Toll. Der taucht zweimal auf. Besser als einmal. Er muss halt gut aufpassen. Also links rennen und jetzt aufpassen, dass ich ihm dann nicht in die Arme renne. Ich mache den gleichen Fehler wie vorher. Was? Und du schon wieder. Tür! Toll, es braucht einen Key. Hi. Das war doch sowas von klar. Jetzt brauche ich den Key. Wo kriege ich den Key her? Toll! Jetzt komme ich hier nicht weg. Komm hier. Ja, wusste ich schon. Jumpscare halt. Warte, da ist was. Da ist was. Crypt Key! Wo war die Tür? Da! Rauf, rauf! Oh, raus! Ach, warte mal. Da war ja noch was mit... sag schon. Ich hab die ganze Zeit die Tasche von ihr vergessen. Wird doch wohl hier irgendwo liegen. Wenn nicht, dann hau ich einfach ab. Mir nur wurscht. Soll ich die Tasche selber holen? Halt, warte. Da ist was. Da ist was. Boah, ich will es jetzt gerade gar nicht lesen. Boo. Was? Boo. Nein, ich will nur schauen, dass ich wieder rauskomme hier. Hä? Da war doch nichts. Sag nicht, ich muss durch die Krypta wieder rennen. Boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Weißt du, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ja, da hast du es zum Friedhof geschafft. Willst du wissen, wie viele nächtliche Besucher ich hier vergraben habe? Links ist jemand, der Jesse heißt. Wer nennt seine Kinder Jesse überhaupt? Ich habe der Welt bei ihm einen Gefallen getan. Rechts ist eine Lady, die heißt Rebecca. Sie mag es wirklich zu schreien. Es hat es einfach gemacht, sie zu finden. Frauen schreien immer so viel. Doofe Frauen. Cover weiß aber wahrscheinlich auch so...
So wimmerlich wahrscheinlich sind sie, manche. Und andere wollen ja echt Papi anscheinend gegenüberstehen oder so. Und solche mag ich es ja meistens zu killen. Es ist einfach zu killen, wenn du mich nicht anfassen kannst. Aber ich kann dich anfassen. Wenn ich dich gekillt habe, weißt du, was ich tun werde? Ich werde deine Körperteile nehmen und versteck sie in lustigen, schwer zu erreichbaren Orten. Für die, praktisch für die Kirchenmitarbeiter, die zu finden. Ich liebe es, die Nonne mit den behaarten Beinen es zu sehen, wenn sie ihre Hostie verliert, wenn sie einen abgetrennten Kopf in der Toilette findet. LOL. Ja, Geister müssen doch manchmal Spaß haben. Nein, mag das nicht. Will doch nur... Ja, ist ja gut mit deinem Spaß haben. Jetzt übertreibst du es aber extremst. Gibt's da nicht einen Weg daraus? Ja, es gibt einen Weg. Nein! Papi! Weg, weg, weg. Ja, run to the car. Was meinst du, was ich vorhab? Meinst du, ich renne Spaß zu meinem Auto? Haben wir's? Haben wir's? Yep. Das war Tall Papi. Also man merkt am Schluss, er hat sehr, sehr übertrieben mit den Jumpscares. Da war ja mehr Humor als wirklicher Horror. Nicht mal das in der Krypta war richtig Horror, finde ich. Es war ganz lustig. Das ist mal eine andere Art von Horror-Game. Ich das Ganze mal ein bisschen humorvoller nehmen. Aber Jumpscares, also es gibt bestimmt noch welche, die habe ich noch nicht entdeckt. Aber ist es nicht so schlimm? Das war Tall Papi eigentlich. Ja, ein humorvolles Spiel. Ja, dann sei mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.